Hallo zusammen, ich bin Fabian Obrist, zuständig für Bergsturm. Ich zeige euch ein paar Tipps und Tricks rund um das neue Bergsturm ATV 8. Also, bei jedem Velo zwei Schlüssel mit dabei. Ganz wichtig, mit einer Hand aufschliessen, mit der zweiten Hand den Deckel heben. Der steht unter Spannung und kommt entgegen, sobald ihr das Schloss öffnet. Der Teil unten einhängen beim Rahmen. Der Teil drückt den Akku nach hinten. Und der Teil vom Deckel drückt den Akku nach oben und schließt das Ganze. Um den Akku rauszunehmen, rausziehen und mit einem kleinen Ruck nach oben löst der Akku. Der ist magnetisch. Und dann kann man dann da schön Stück für Stück aus dem Rahmen rausziehen. Falls der Deckel nicht schön abgeschlossen sollte, Deckel wegnehmen und mit dem Vierer-Inbus ganz bequem von innen das Schloss weiter nach hinten stellen, dass der Deckel nahtlos abgeschlossen kann. Den Akku könnt ihr eigentlich gar nicht falsch hier machen, solange der Hebel vorne und oben ist, kommt das gut. Ganz bequem einfahren, den Deckel mit ein bisschen Druck andrücken und schon ist das wieder geschlossen. Zum Akku laden, hier haben wir eine Ladebuchse. Oder wenn ihr in der Wohnung nicht gerade eine Steckdose in der Nähe habt, zum Velo nehmen, Akku rausnehmen und mit seiner Temperatur laden. Zum Akku laden könnt ihr es bequem im Velo drin lassen, hier haben wir die Ladebuchse. Oder wenn ihr das Velo nicht gerade in die Stube nehmen wollt, Akku rausnehmen und bei Zimmer und Temperatur laden.